herzlich willkommen. So, und bevor wir beginnen, möchte ich, dass ihr kurz sagt, wer ihr seid. Benny, möchtest du beginnen? Ja, danke. Ich bin Benny, ich spreche hier eigentlich eher so für mich. Danke, dass ich hier sprechen darf. Es war mir ein wichtiges Anliegen, weil trotz der ganzen Konflikte ist ja wichtig, dass wir uns ab und zu mal austauschen. Ich fühle mich hier so im Dialog nicht so gewachsen. Ich will euch ein paar Sachen, die ich mir überlegt habe, mitgeben. Also ich spreche wirklich ganz für mich, nicht für die Bergpartei. Ich bin heute auch keine Echse. Okay, darf ich kurz, nur dass wir wissen, wer hier noch da ist, und dann gehen wir weiter. Dieter, kannst du kurz sagen, wer du bist? Ja, mein Name ist Dieter Bonitz. Ich bin seit 2008 hier in Berlin, arbeite beim AOK Bundesverband und bin zurzeit Sprecher des Bezirksverbands Pankow der Basis Demokratischen Partei Deutschland. Okay, vielen Dank. Was mich noch interessiert, wir werden immer gefragt, wenn ich hierher komme auf diesen Platz, eben kam eine ältere Dame, die hat mich gefragt, wo kommen Sie denn her? Da muss man sozusagen zeigen oder beweisen, dass man aus dem Kiez kommt. Also ich komme aus dem Kiez hier. Möchtest du sagen, aus welchem Kiez du kommst? Ja, ich bin aus dem Prenzlauer Berg. Ich wurde hier konfirmiert. Ich finde es aber auch nicht okay, das DDR-Bashing, was die Gemeinde hier macht. Das finde auch nicht, dass Solidarität mit der Ukraine an ein Gotteshaus gehört. Jawohl! Okay, aber herzlich willkommen. Also das wusste ich gar nicht, dass du Prenzlauer Berger bist. Darf ich fragen, seit wann? Also bist du hier geboren? Ja. Du bist hier geboren. Und wenn man von 89 spricht, darf ich fragen, wie alt du warst, 89? Dann war ich 6. Okay, dann heißt das, dass du zumindest gesehen hast, was dir auf der Straße gelaufen ist. Ja, ich glaube auch nicht, dass die Leute, die hier eine Revolution gemacht haben, für das gekämpft haben, was wir hier heute haben. Okay, sehr interessant. Sehr interessant, schön, dass du da bist. Dieter, erzähl du mal, also kommst du hier aus dem Kiez? Also das muss man ja immer belegen, um hier sprechen zu dürfen, für einige. Na, ich hoffe, ich darf hier trotzdem sprechen. Ich bin eigentlich ein Fischkopf, ich komme aus Wilhelmshaven. Wilhelmshaven liegt am Jadebusen in Niedersachsen. Und ich habe in Oldenburg Psychologie studiert, Arbeits- und Organisationspsychologie, und bin dann über Kassel, Stuttgart, Essen, dann letztendlich hier mit meinem Arbeitgeber in Berlin gelandet. Also ich bin erst seit 2008 hier und wohne jetzt im schönen Rosenthal, Nordpankow. Okay, schön, dass du hierher gefunden hast. Einfach nur der Neugier halber, wer kommt denn von anderen Kiezen hierher? Hebt mal eben die Hand. Ihr seid auch herzlich willkommen. Also auch wenn man hier nicht aus dem Kiez kommt, darf man hier gerne sich unterhalten, austauschen mit anderen Menschen. Es ist ja immer interessant zu hören, was die Leute aus Prenzlauer Berg zu sagen haben. Und ich würde gerne wissen, kann ich sagen, dass du Aktivist bist? Du bist ja, bist du Mitgründer der Bergpartei? Ich muss sagen, ich kannte die Bergpartei vorher nicht. Würdest du kurz erklären, ich finde das nämlich sehr interessant, was die Bergpartei ist und vielleicht die Idee der Bergpartei? Na, ich spreche hier für mich. Also, okay. Wie ihr auch Aktivist, und ich finde es auch gut, dass wir alle erkannt haben, dass wir was machen müssen, dass das Schicksal der Welt an unserem Handeln hängt. Also wir haben sehr viel gemeinsam, natürlich. Das ist ja, ich sage immer, wir haben so viel gemeinsam, wir müssen noch zusammen was machen, aber das sehe ich ganz anders. Es gibt sehr signifikante Unterschiede, und ich meine, viele Sachen haben wir schon erörtert. Wir treffen uns ja oft, die vielen, also Gesichter von euch kenne ich ja alle schon, ihr kennt mich auch. Wir haben erörtert die unterschiedliche Einstellung zur Pandemie, zu ethische Fragen, die Rechte und Linke unterscheiden, wie man in so einer Katastrophensituation umgeht. Aber es gibt auch viele philosophische Unterschiede, und das finde ich gerade ganz wichtig, dass man das auseinanderhält, weil viele von euch identifizieren sich ja auch als Linke oder fühlen sich als Linke,
aber das sehe ich halt anders. Es gibt da mehrere Sachen. Ingolf hat einen schönen philosophischen Vortrag hier gerade gehalten. Es gibt ein paar Sachen, die uns unterscheiden. Also die Leute, die hier "Wir sind das Volk" gerufen haben vor 30 Jahren, die meinten damit ein anderes "Wir sind das Volk" als ihr. Das ist ein ausschließendes Volk, das, ein Konzept, was auf völkischer Rhetorik beruht. Das ist kein revolutionäres Subjekt. Darf ich ganz kurz unterbrechen? Wollen wir bitte zuhören? Also wenn einer spricht hier vorne am Mikro, dann unterbrechen wir nicht. Es gibt ja gleich die Möglichkeit, Fragen zu stellen, wenn du dann Lust hast, auf die Fragen aus dem Publikum zu antworten. Oder es gibt die Möglichkeit, wenn wir dann in der zweiten Stunde einfach hier in das Gespräch, in das informelle Gespräch kommen, dass ihr direkt Fragen stellt. Also bitte nicht dazwischen rufen. Das finde ich schon mal einen super interessanten Anfang. Nur damit die Redezeit ausgeglichen ist, würde ich gerne den Dieter fragen. Okay. Wir haben es vorhin abgesprochen, dass ich erst rede und dann Dieter. Ja, genau. Aber so ein bisschen ausgeglichen die Redezeit. Also du hast jetzt den ersten Punkt gemacht. Kann er den ersten Punkt machen? Sonst wäre eigentlich gut, dass ihr aufeinander Ich würde einfach nur das Statement bringen und dann höre ich mir auch gerne Dieters an. Okay. Ist das okay so? Gut, dann hören wir zu. Danke. Was Linke auch ausmacht, ist, sich selbst zu reflektieren. Ihr sagt ja immer, ihr seid total kritisch und gesellschaftskritisch, aber da fehlt die Selbstreflexion. Was uns Linke so ausmacht, ist, das ist bestimmt ätzend, aber dass wir uns die ganze Zeit gegenseitig kritisieren, uns selber. Und es ist auch wichtig, dass wir einen Anspruch, den wir hegen, auch an uns selber stellen und bei uns selber anfangen. Und bei euch, da können einfach alle jeden Bullshit erzählen. Das ist total indifferenziert und echt auch ganz schön schlimm. Ich habe auch Telegram und ziehe mir das manchmal rein. Das ist total wichtig, dass man reflektiert die eigenen Machtstrukturen, die Ausschlussmechanismen in so einer Bewegung. Und das findet bei euch einfach nicht statt. Natürlich kriegt man so viele Leute auf die Straße, aber das rechtfertigt es nicht und lässt mich auch zweifeln, dass da was Gutes bei rauskommt bei euch. Das nächste ist die Freiheit. Ihr sagt ja, ihr seid so eine Freiheitsbewegung. Das sehe ich hier, Freedom, genau. Aber es ist immer bei den Rechten, es ist immer die negative Freiheit. Also eine Freiheit von, gegen die Eingriffe des Staates in das Privatleben, in die Wirtschaft. Das hat sogar was Neoliberales. Und diese Freiheit von ist aber leer, wenn sie keine Freiheit für etwas ist. Und das... Alle Linken bekennen sich zu irgendeiner Form von Sozialismus, von einer egalitären, herrschaftsfreien Gesellschaftsform. Und das finde ich bei euch gar nicht. Und das führt mich zum nächsten Punkt, das Ziel eurer Bewegung. Fragt ihr euch wahrscheinlich selber, wohin soll das mal führen? Ich habe Alexander Ehrlich hat mal so einen interessanten Post gemacht. Wohin soll das eigentlich führen? Und das sieht man in anderen Ländern ganz klar, was Trump mit Amerika gemacht hat oder was in Polen passiert, in England. Da wollen wir nicht hin, Leute. Das könnt ihr nicht ernst meinen. Das ist wirklich nicht okay. Da werden Minderheiten mit Füßen getreten. Das könnt ihr nicht ernst meinen. Ich finde auch wichtig, dass man gegen Kapitalismus ist. Nicht nur gegen die Impflobby oder so, sondern dass man den Feind so benennt oder die Probleme, die wir haben, die lassen sich nicht auf eine geheime Clique, die im Dunkeln alles regiert, zurückführen, sondern auf ein Gesellschaftssystem, von dem wir alle Teil sind. Und das höre ich nicht bei euren Reden, lese ich nicht im Telegram-Kanälen, sondern diese Verschwörungstheorien. Und die führen auch zu Vernichtungsfantasien. Euer Ziel ist es, Leute vor Gericht zu stellen, aufzuknüpfen und zu bestrafen. Das lese ich immer wieder. Wer Telegram hat, kann sich da vergewissern. Und es ist wirklich schlimm. Also ihr seid die Leute, die ihren Kindern ins Gesicht schießen. Leute, das ist wirklich eine gefährliche Bewegung, die ihr hier macht. Das ist euch vielleicht nicht bewusst, aber... Euer revolutionäres Subjekt ist völkisch, eure Kritik ist nicht Selbstkritik, eure Freiheit ist leer und euer Ziel ist eine Katastrophe. Ihr seid keine Linken.